Eine massive Metalltür. Und wenn ihr genau unten guckt, könnt ihr das hier sehen. Die waren an der Tür dran. Und wenn ich jetzt hier was nehme, kann ich in diese Tür hier unten, seht ihr das, das reinstecken. So, das massive Teil da reinstecken. Die haben versucht, das hier darüber aufzumachen. Na, das Türschloss haben sie auch beschädigt. Wir haben nämlich, das merkt man, wenn man hier reingeht. Moin Leute, willkommen auf unserem Kanal. Ein Malibu Kastenwagen. Ja, den haben wir schon ein paar Mal abgefilmt, aber da zeige ich euch gleich mal was echt Böses dran. Der ist nämlich aufgebrochen worden. Und hier steht ein Terry, ein Jottyline Terry auf Basis des Citroen Jumper. Teilintegriertes Fahrzeug. Den rüsten wir heute auch mit einer Pandora aus. Ja, Schlüssel hängt hier schon. Also Alarmanlage ist schon eingebaut. Ne, einmal drücken. Alarmanlage hat geschärft, Blinker sind gekommen, entschärft, ne? Und entsprechend, wenn ich beide gleichzeitig drücke, kann ich auch Panikalarm machen. Boah, laut genug. Okay, ich breche das wieder ab. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Malibu. Das ist nämlich echt interessant. Ich kann nur davor warnen, der Kunde oder unsere jetzigen Kunden, die sich jetzt heute eine Alarmanlage einbauen lassen, haben sich aus dem, ich nenne die immer aus dem Baumarkt oder aus dem Internet, hier diese GPS-Tracking-Alarm-Warning-Aufkleber und so weiter geholt. Wisst ihr, was das tut für die Diebe oder für die Interessenten, die hier einbrechen wollen? Genau gar nichts. Sondern die wissen genau, das ist doch alles Quatsch. Weil es gibt gar keine Alarmanlage, die das hier als Markenzeichen trägt. Und dann, wenn wir Pandora einbauen, haben wir unsere Pandora-Aufkleber. Dann würde der nächste Test kommen. Passiert hier überhaupt was, wenn ich hier irgendwie drauf trete, Reifen, irgendwas? Oder ich hau hier gegen das Auto? Passiert nichts. So, wissen Sie, alles klar. Wir können uns jetzt mit dem Auto beschäftigen. Die Kunden sind nachts im Auto gewesen und haben hinten drin geschlafen und sagten mir, sie hätten vorne zwei Rucksäcke stehen gehabt. Und da waren Laptops, Tablets und die ganzen wichtigen Sachen natürlich wieder drin. Ja, und wenn ihr euch jetzt mal hier eins anguckt, ich nehme mir mal so einen kleinen Schraubendreher hier zur Hand, nur um euch was zu zeigen. Das ist eine massive Metalltür. Und wenn ihr genau unten guckt, könnt ihr das hier sehen? Die waren an der Tür dran. Und wenn ich jetzt hier was nehme, kann ich in diese Tür hier unten, seht ihr das? Das reinstecken. So, das massive Teil da reinstecken. Die haben versucht, das hier darüber aufzumachen. Na, das Türschloss haben sie auch beschädigt. Wir haben nämlich, das merkt man, wenn man hier reingeht, erstmal ganz komisch, die Zentralverriegelung lässt sich jetzt schließen, auch wenn das Auto offen ist. Das darf überhaupt nicht der Fall sein. Also wenn ich das jetzt, ne, dann hier Zentralverriegelung will schließen, passt alles überhaupt nicht zueinander, macht man nur kaputt. Man merkt auch, das Schloss ist irgendwie ein bisschen ausgenudelt. Manchmal hakt das auf, wenn man den Schlüssel dann, ja, hier ist so ein bisschen hakig, rausnehmen will. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die Versicherung wird noch eine komplett neue Tür bezahlen. Und hier sitzen die Aufkleber hier, da drüben da. Ich habe dem Inhaber auch gesagt, dass er sich die bitte rausmacht, weil damit macht das nur schlechter und nicht besser. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben eine Pandora Camper Pro eingebaut. In diesem schicken Ducato 8. Malibu, schaut euch gerne unser anderes Video an. Wir haben ja gerade in Malibu komplett abgefilmt. Wir haben hier eine Pandora Camper Pro eingebaut mit Long Range UKW Fernbedienung, 2 Kilometer Reichweite. Ne? Alles montiert, alles eingerichtet, Tür ist offen, System zeigt das an. Ja, wenn euch das interessiert, generell dieses Thema Neues aus der Werkstatt oder so, dann lasst doch mal eine kurze Bemerkung unter den YouTube-Videos. Ansonsten kann ich nur sagen, Kanal abonnieren, lasst ein Like da, wenn ihr Fragen habt. Canforce.de/Kontakt oder 04103 70 19 840. Der ist jetzt top geschützt. Der Jotti ist jetzt top geschützt. Morgen ist der Iveco dran. Ne? Wenn ihr Fragen habt, lasst ein Like da. Canforce.de/Kontakt oder 04103 70 19 840. Im Anhang jetzt nochmal das Video. Kastenwagen, volle Funktion. Wie funktioniert das mit der Pandora? Ne? Türen, Ortung, die ganzen Geschichten. Wir zeigen euch das nochmal. Viel Spaß dabei. Das war Sven von Canforce. Na, ich blende jetzt aus. Ciao. Wir haben ja hier das beste Alarmsystem integriert, was es auf dem Markt gibt. Wir haben eine Pandora drin und zwar die Camper Pro. Das größte Alarmsystem, was Pandora hat. Und ich sehe, das Schloss ist zu. Schloss zu heißt, die Alarmanlage ist scharf. D043 heißt die Fernbedienung mit dem Logo eingraviert von Pandora für die Wohnmobile. Das Besondere am Keyless ist jetzt, klar, für Pkw-Fahrer, BMW, Audi und so ist das nichts Besonderes, aber für Wohnmobilisten ist das hier schon eine Klasse nach vorne. Hier ist der Keyless-Schlüssel. Ich habe den in der Hand, beziehungsweise ich stecke ihn mir jetzt mal in die Hosentasche. Ich drücke hier drauf. Tick, tick. Die Alarmanlage hat freigegeben. Ja, und
Das Schloss ist offen. So, ich kann jetzt ins Auto. So sieht er übrigens von drinnen aus. Der hat auch die elektronische Handbremse. Der hat eine Sitzheizung, ich denke vom Hersteller nachgerüstet. Ganz tolle Sitze mit so groben Nähten. Also das sieht richtig gut aus. Echt cool gemacht. Und als Besonderheit eben einen Start-Stopp-Knopf. Tadadada, so sieht er aus. Haben die wenigsten schon gesehen. Das große Display von der Klimaanlage und oben drüber das entsprechende Display- und Radiosystem, was von Fiat geliefert wird. 9-Gang-Automatik, 9-Speed von ZF, das große Lenkrad, auch lederbezogen und das Voll-Digital-Cockpit. So, was macht jetzt die Pandora so besonders? Klar, wir haben alle Fenstergeschütz-Sensoren sind drin. Wir haben Schock und Neigung, 4G LTE, Bluetooth 5.0, Startsperre, Funkakkusirene, Störsenderschutzprogramm, wir können eingeklappte Fenster überwachen, Protokollierung, GPS und GLONASS, Echtzeitortung, Telemetriesystem. Also das ist wirklich die Endstufe im Alarmbereich. Selbst bei geklauten Schlüsseln könnt ihr das Fahrzeug über einen Anruf stilllegen. Hier oben ist das sogenannte RF-Modul eingebaut von Pandora. Wenn ich das Alarmsystem scharf schalte und hier einmal kurz drauf drücke, dann seht ihr, dass das anfängt rot zu blinken. Ärgere ich das Auto jetzt, indem der Wagen hier an der Seite einen Schlag bekommt oder ich trete gegen den Reifen oder ich hau hier gegen die Tür, dann geht die Alarmanlage jetzt an. So, er hat gesagt Voralarm, Finger weg vom Auto. Ich habe jetzt einmal an der Seite kurz gegen das Auto geklopft, ärgere ich den Wagen aber stärker, würde versuchen hier die Scheibe einzuschlagen, irgendwas. So, Alarmanlage ist an, sofort, voll ausgelöst. Oben gibt es die Rückmeldung an den Dieb, die Fernbedienung fängt an, sagt Schocksensor. Blinker sind an, so, ich quittiere das jetzt und mache die Alarmanlage aus. Tack, 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 wir haben Vollalarm gehabt am Fahrzeug. Das ist die Endstufe im Alarmbereich wirklich. Mehr ist heute technisch nicht machbar. Wir haben keinerlei geklaute Autos mehr. Schaut bitte mal rum, auch sag mal, im Bekanntenkreis, hört mal, was da los ist, was Autos im Moment geklaut werden. In den sozialen Medien, wie viele Kastenwagen sind gepackt oder unterwegs, stehen plötzlich nach dem Einkauf, ja, in der Halle wird auch noch getestet, stehen plötzlich nach dem Einkauf nicht mehr vom Supermarkt, sind weg. Lieferzeiten 1,5 bis 2 Jahre. Der Kunde hat mir auch gesagt, das Auto kriegt er nicht wieder. 10 Jahre Sondermodell von dem Globe Traveler. Und Preisaufschläge dann mal ganz schnell. 10-15%. Und ja, das ist die Lösung. Das beste Alarmsystem. Das Fahrzeug bleibt bei euch. Ich zeige euch das gleich nochmal von innen und dann gucken wir uns auch die Wegfahrsperre nochmal an. So, wenn wir Ducato 8 haben, können wir mit der Alarmanlage 2-stufig entschärfen. Das machen wir ja sowieso. Aber wir können jetzt vorne und die hintere Zone nacheinander schalten. Vordere Sache auf, nochmal drücken, hintere Sache auf. Der hat auch hier wieder einen Knopf zum Schärfen oder Abschließen. So, dann gehen wir mal rein. Ja, das sieht doch mal gut aus hier. Ja, so ein bisschen wirklich wie der Affinity Van. Vom Holz her, so, Fußbrett raus. Und dann gucken wir mal rein. Auch coole Sitze. Das sieht ja mal richtig geil aus. Die sind auch verstellbar sogar. So, dann haben wir hier einen Tisch, den man rausnehmen kann. Und hier oben als Besonderheit, muss man die Fernbedienung zur Seite legen, das kann man hier aufmachen. Und dann kann man hier oben noch ein Bett rausklappen, um hier längs zu liegen. Wahnsinn. Auch wie der oben hier gepolstert ist. Alles in Alcantara. Lautsprechersystem ist hier mit drin. Ja, entschuldigt, wenn ich hier heute ein bisschen mehr atme. Es ist so warm. Wir haben hier irgendwie 30 Grad. Also die ganzen Sachen hier sind, das ist alles, hier kannst du fast ein Spiegelei drauf machen. So, dann haben wir hier diverse Klappen und Luken und oh, ein voller Technikraum. Eine Fritzbox mit Anschlüssen und Satellit und. Ja, cool. So, ja, schöne Fächer, Gläser, Dometic-Kühlschrank. Ja, und hier hinten ist ein kompaktes Langschläferbett. Würde ich gerade sagen, das sieht doch schon wieder aus wie im Affinity Van. Der hat ja auch so ein Bettchen hier hinten drin. So, Möbel, große Dachluke. Auch schön hier, ne? Das kann man schieben. Das ist ja auch cool gemacht, ne? Ja, die lassen sich heute was einfallen. Wie hochwertig ist der verarbeitet? Aber die Autos haben natürlich auch ihren Preis. Oh, ich glaube, es ist doch sogar noch etwas wärmer hier drin. Batterie ist gut. Das Männchen grinst, genau. Ja, toll. So, dann haben wir hier unten noch und zwei Flammenkocher, kleines Waschbecken. So, und hier als Besonderheit ein Heckbad. Okay, die haben hier so eine kleine... Ach so, das trennt man dann ab zum Duschen. Ja, auch toll. Sehr schick gemacht. Gut, gut. So,
Wenn ihr in so einem Fahrzeug jetzt absolut sicher sein wollt, dann könnt ihr den Ho-Modus einschalten. Wir haben ja Schock und Neigung. So, ich werde jetzt mal hier die Tür zumachen. Fernbedienung. Vorderen Knopf. Eine Sekunde festhalten, bis die Fernbedienung einen Ton macht und loslassen. Haus und Schloss. Ihr seid komplett sicher in eurem Fahrzeug. Sollte jemand versuchen, hier eine Tür aufzumachen, sollte nachts jemand versuchen, euch hier die, sag ich mal, ein Fenster aufzuknacken. Ich stelle das jetzt nach, ne? Hier, das war's. Die Alarmanlage hat ausgelöst. Wahnsinn, hier drin fliegen mir die Ohren weg. So, ich breche das ab. System sagt externer Sensor. Ich kann nachgucken, welcher Fenstersensor das war. Jeder Sensor wird von uns beschriftet. Wenn Batterien gewechselt werden müssen, kriegt ihr eine SMS. Bitte Sensor 4 Batterie wechseln. Ne? Wir haben einen versteckten Taster vorne verbaut. Falls euch die Fernbedienung kaputt geht, wegkommt, könnt ihr über einen Tastendruck, über den Codeingabe, könnt ihr das Fahrzeug notentschärfen. Ihr könnt von Ferne die Empfindlichkeit der Schocksensoren einstellen. Ihr könnt das Protokoll sehen. Ihr habt eine Echtzeitortung. Ihr könnt bei geklauten Schlüsseln, was ich schon sagte, das Fahrzeug stilllegen. Pandora ist Endstufe. Das ist wirklich, mehr ist nicht machbar. Vitalparameter vom Auto. Die Kenner werden das sehen. Batteriespannung, Vorwagen, Motortemperatur, Innenraumtemperatur. Dann hier. Der kleine Token. Schärfen, entschärfen, Ho-Modus. Schärfen, entschärfen. So, die Fernbedienung sinkt immer mit, weil sie die Befehle auch bekommt. Festhalten. 1, 2. Ho-Modus aktiviert. Entschärfen. Beide Knöpfe hier oben gleichzeitig. Panikalarm. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie angesprochen, die Wegfahrsperre. Ganz ehrlich, hier draußen ist es angenehm. Im Auto ist es wie im Vorraum zur Sauna aktuell. Boah, unglaublich. Gut, so. Dann wollen wir mal eben alles startklar machen. Ja, ich zeige euch das nochmal nur, dass es wirklich angekommen ist. Keyless Entry, scharf schalten, unscharf schalten mit der Pandora über Ducato 8 Türen. Schärfen. Klick, Alarmanlage an. Alarmanlage bestätigt auf der Fernbedienung. Schloss zu. Ihr kommt zum Auto. Freigegeben. Nochmal drücken. Also freigegeben. Tür ist jetzt offen. Zack. Ihr könnt selbstverständlich auch über den Fiat-Schlüssel weiterschalten. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Ja, was ein Cockpit, ne? Also für ein Fiat ist das echt eine gute Sache, dass immer man eine Kamera in der Hand hat und dann gleichzeitig einen Schlüssel noch die Türen bedienen soll. Das ist immer etwas wackelig dann hier. So, ja. Okay, so, ich mache jetzt mal ganz normal. Der Token ist ja da von der Pandora. Ne? Alles klar. Er zeigt mir sogar an, dass die Tür offen ist. Es blinkt. Die Fahrertür ist offen. So, ich starte das Fahrzeug jetzt. Das große Display erwacht zum Leben hier. Ah, ist schon cool gemacht. Ne? Tür ist noch offen, sagt er mir auch. Motor gestartet, Start-Stopp kann ich anmachen. Brake Control wird angemacht. Was haben wir denn hier noch zum Durchschalten? Trip. Ja, schick. Einstellungen, Fahrzeugeinstellungen, Sicherheiten, Navigation, Musik, Fahrzeuginfo, Kühltemperatur, Ölstand, Öltemperatur, Öllebensdauer, okay. Driver Assist, Trip Computer, sind wir wieder drin. Ja, das Navi ist auch gut. Und hier unten die große Klimaanlage und die Automatik. Interessiert euch generell Pandora nochmal, die Alarmanlage in allen Details? Macht ein Abo bei uns auf dem Kanal, schaut mal in die anderen Videos rein. Da haben wir die Anlage in allen Details und Belangen einmal gezeigt. Heute geht es darum, volle Unterstützung, Ducato 8 mit Start-Stopp-Knopf und Keyless Entry. Pandora unterstützt alles. Ist nicht wie bei anderen Herstellern, die noch gar nicht wissen, wie sie das realisieren sollen. Das ist fertig und funktioniert. So, ich mache das Fahrzeug jetzt aus. Wir lassen jetzt mal die Tür offen. Ich schärfe das Fahrzeug. Die Alarmanlage wird mir jetzt eine Meldung geben, dass die Tür offen ist. Es kommt ja immer so eine Bestätigung, dass er abschließt und dann kommt so ein Düdüdüdüd hinterher. Das heißt, irgendwas ist noch offen. Da ist das. Door, Front, Left. Alles klar, das will ich auch so haben. Jetzt bin ich der Dieb und habe mir einen nachgemachten Schlüssel mitgebracht hier. Einen Funkschlüssel, was auch immer. Pandora habe ich ja nicht dann dabei, weil die Alarmanlage ist jetzt scharf. Das heißt, die prüft jetzt den Transponder nicht. Das System ist scharf. In dem Moment, wo ich den Startknopf drücke, ich gehe jetzt mit dem Fuß auf die Bremse. Ich tue so, als wenn ich das Auto direkt wieder starten will. Klick hier drauf, Achtung, fertig, und die Alarmanlage springt jetzt an. Zündung ist angegangen, Motor springt nicht an. Keine Chance. So, der Dieb kann nur abhauen jetzt. Die können hier machen, was die wollen. Das Ding geht nicht an. Es passiert nichts. So, aus. Ich muss als Inhaber mit meiner Fernbedienung
bestätigen, dass ich wieder da bin. Schalte die Alarmanlage aus. Und der Wagen springt sofort an. Alarm, Zündung. Das ist absolut überlegen. Wir haben bei diesen Fahrzeugen generell ja auch schon mal Versuche gehabt, dass jemand so ein Auto klauen wollte. Das hat nicht funktioniert, weil sie den Motor nicht starten können. Das ist die beste Lösung, die es auf dem Markt gibt. Pandora, Camper, Alarmsystem. In dieser Ausführung jetzt hier als Pro maximaler Schutz für diesen super Globe Traveler Voyager Kastenwagen. So, Motor mache ich wieder aus. Wunderbar. So, wenn wir Token alles im Auto haben, das Auto springt sofort an. Nichts ist zu beachten. Ne? Fernbedienung zeigt mir auch an, Fahrzeug läuft. Ja, der meldet hier noch, dass er, ist das nicht cool? Er zeigt mir sogar an, dass der Wagen läuft. Vorne dreht dieser Propeller, die Tür ist offen, Batteriespannungen werden angezeigt. Ah, da kann ich auch noch mal zeigen, einige Fragen sagen, wieso kann ich eigentlich auf der Fernbedienung hier nicht sehen, wie voll der Akku ist? Doch, könnt ihr. Und zwar, ihr drückt einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann drückt ihr oben auf dem anderen Knopf About und unten ist der Akkustand, 52% in diesem Fall. Maximal, was Pandora hier wieder anbietet. So, Motor ausschalten. Ihr könnt das Fahrzeug jetzt hinstellen, wo ihr möchtet. Ihr seid maximalst geschützt. Pandora Camper Pro V2 mit der großen LoRa Fernbedienung. Alles drin, alles dran, unterstützt. Ducato 8, Modelljahr 2023. Das wollten wir euch heute mal gezeigt haben. Wenn euch das interessiert, Installation durch die Spezialisten, durch Canforce, dann nehmt mit uns Kontakt auf, sichert euer Fahrzeug. Kein einziges gestohlenes oder aufgebrochenes Fahrzeug mehr zu vermelden. Das ist die Lösung heute. 4G LTE, ganz wichtig. Ihr seid auch in der Schweiz mit diesem System online. Wir haben ja auch noch eine Echtzeitortung. Also wir können auch mit unserer App den Standort des Fahrzeugs in Echtzeit sehen. Bringt ihr euer Fahrzeug in die Werkstatt oder der wird irgendwo anders, sag ich mal, gefahren in der Familie. Ihr könnt immer gucken, wo ist mein Auto? Wie geht es meinem Fahrzeug? Ist irgendwas vorgefallen? Und ihr könntet per Anruf den Wagen stilllegen, wenn ihr das möchtet. Das ist der richtige Weg. So werden die Autos heute gesichert. Das ist er, der große 10 Jahre Globe Traveler Voyager Z. Na, so sieht er aus von innen mit den ganzen Sachen Holz und Leder. Ja, habt ihr Fragen? Canforce.de/Kontakt. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Die Autos sind so begehrt. Der Markt ist leergefegt. Sichert mit so einer Alarmanlage. Wenn wir die eingebaut haben und ihr wechselt in 3-4 Jahren auf ein anderes Fahrzeug, Mercedes Sprinter oder VW in Crafter, wir können die Anlagen umbauen. Wir sind die Spezialisten. Oben ist von der Pro das RF-Modul mit eingebaut. Und wir können bis zu 9 DMS-Sensoren hier anlernen, externe Sensoren für Fahrräder. Und wir haben auch noch eine Möglichkeit, noch mehr Zonen abzusichern, wenn es Not sein sollte. Aber bei dem Fahrzeug hier reicht das komplett aus mit der Anlage. Ja. Nochmal, ihr habt Fragen, canforce.de/Kontakt oder 04103 70 19 840. Gerne könnt ihr am Vorabend hier bei uns auf dem Gelände schlafen, wenn ihr mit uns einen Termin gemacht habt. Dann treffen wir uns morgens vor der Werkstatt, machen mit euch eine Konfigurationsbesprechung, richten euch das alles ein und dann seid ihr bestens geschützt. Meldet euch in jedem Fall ein Abo für den Kanal da lassen, klickt auf die Glocke, dann kriegt ihr immer Infos, wenn neue Videos kommen. Freut euch drauf, als nächstes kommt ein Absicherungsvideo über Wohnwagen. Gleiche Thema, wird auch so viel geklaut. Also, Abo da lassen, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, das war Sven. Und wir blenden aus. Ciao.